Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu Mario und Luigi's Superstar Saga. Im letzten Part haben wir neue Hammertechniken gelernt. Und zwar, wenn ich es richtig ausrüsten kann, einmal, dass wir Mario kleiner machen können. Und wir können auch Luigi in den Boden rammen. Wunderbar. Und jetzt gehen wir in den Grinsewald, um die QW Extrem zu finden. Und hier ist der Grinsewald. Okay. Und, das hier ist gleich ein Item für uns. Pilz. Okay. Neue Gegner! Neue Gegner. Und zwar die Pieksnuss! Die Pieksnuss! Wie der Name sagt, ist stachelig, man kann nicht drauf springen. Und ja. Dieser Gegner hat aber etwas ziemlich Besonderes an sich, weil, wenn man ihn besiegt, stellt sich raus, das ist ja eigentlich nur ein Beanie. Aber irgendwas anderes kann auch passieren. Was hier nicht passiert ist, okay. Das wird aber sicher noch. Vielleicht hoffe ich mal, dass es passiert, weil das muss ich herzeigen und so. Komm du mal her. Weil jetzt kann ich auch eine andere Sache gleich demonstrieren. Oh, okay. Wir haben neue Bros-Attacken bekommen. Einmal die Hackebrüder. Ja. Bei dem letzten Teil des Moves müssen wir A so schnell wie möglich meschen, um so viel Schaden wie möglich auszubringen. Als nächstes die Schlagbrüder. Ziemlich selbsterklärend. Okay. Upp. Autsch. So. Diese Moves werde ich jetzt auf jeden Fall hart verwenden, weil die Advanced Moves von denen sind so gut. Okay, wieder nicht. Okay, das ist das nicht wert, leider. Also wreck ich einfach so. Hup. Gut, ja. Okay, was? Das war weird. Na egal. Hier haben wir ein paar Sachen zum Sammeln und eine Röhre. Jetzt kann man das endlich demonstrieren. Röhren sind sozusagen die. Okay, das war seltsam. Die Wahrpunkte zwischen den ganzen Areas. Also Quick Travel. Ziemlich nützlich. Ich empfehle euch, das zu benutzen. Und hier haben wir eine Karte von der ganzen Area und. Schaut vielleicht am Anfang kompliziert aus, aber ehrlich gesagt, ich brauche die Karte nicht mal. Okay. Jetzt machen wir mal hier Basic Puzzle Solving. Das ist wirklich basic, nämlich. So, hoch und weiter geht's. Da ist ein Speicherblock. Aber was ist. Was ist hier? Ah, Items, okay. Frischwurz, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber es heilt Statuseffekte wie Brennen oder Vergiftung. An dem können wir noch nicht vorbei, das ist für später. Na gut, dann würde ich sagen, speichern wir mal und ich take a drink. Was zu trinken zu haben bei solchen langen Aufnahmesessions ist angenehm. Na gut, Hammer. Dann hauen wir Mario dort rein und hinten diesen Knopf. Okay. Und hier drüben. Geh da rein. Haben wir einen Pilz, Sirup, noch einen Sirup. Okay. So, dann das und hi. Ah, jetzt kommen wir zu einem coolen Puzzle. Also nicht dieses Puzzle direkt cool, aber es öffnet die Möglichkeit für coole Puzzles. Das Fass. Wir können mit Mario draufspringen und ich liebe diesen Soundclip. Das ist toll. Aber ja, dieses Fass werden wir später noch öfter sehen und es wird uns sehr nützlich sein. Mit dem Fass kann man auch das Spiel hardbreaken, aber das werde ich nicht demonstrieren. Oh, Luigi Level 12! Wow, okay, mal schauen, was gebe ich dir dann? Ja, das. Bart. Wow, plus 4! Nice! Okay, neue Gegner! Und zwar, wenn du deinen Namen zeigen würdest. Warum bist du so schnell? Stop it! Okay. Die Savage Guys!
ihr habt gerade beide ihre Angriffe gesehen, aber wenn nur einer am Feld ist, zeigt er gerade nicht, die können andere Savage Guys auch holen. Und Mario Level 12, nice. Also ja, Savage Guys können nervig werden, wenn man die nicht schnell ausschalten kann. Weil dann holen die ständig neue Savage Guys und das kann nervig sein. Und 40 Angriff für Mario, cool. So, da schauen wir mal, was ist hier drüben. Oh, nice! Loot, Loot, Loot! Das freut mich. Frischwurz, Pilz. Oh nein, nein! I fucked it up. Okay. So, dann holen wir uns diese Grinsebohnen mal. Ich werde jetzt nicht auf jeden Bohnenspot des ganzen Spiels Ausschau halten, aber wenn ich einen sehe, werde ich ihn halt holen. Das ist klar. Oh, hi. Danke. Ich warte immer noch darauf, dass das passiert, was ich eigentlich zeigen will. Aber okay, okay, da können wir nichts tun. Ich hoffe echt, dass das passiert. Das ist ein bisschen rare, aber ich hatte Playthroughs, wo das fast immer passiert ist und das war so geil. Okay, Savage Guy, hi. Oh, neuer Gegner. Autsch. Wenn ihr mich mal in Ruhe lassen könntet. Und zwar der Spuckbursch. Den lasse ich jetzt einfach mal am Leben, damit ich zeigen kann, was der so... Fail. Dass ich zeigen kann, was der so tut. Ich sollte nach dem Kampf vielleicht ein bisschen Sirup fressen oder trinken. Der Spuckbursch spuckt Fuzzies und die können vergiften. Also haltet Frischwurz bei denen bereit. Aber ansonsten ziemlich simpel. Oh, die haben mir sogar zwei Sirupe gegeben. Wunderbar, dann müssen wir erstmal heilen. Da ein bisschen auf, wunderbar, wunderbar. Ich habe dich da hinten gesehen. Ja, komm her. So. Dann machen wir mal einen Spin hier rüber. Und hauen Luigi in das Fass. Und jetzt kommen schon interessantere Fasspuzzle. Wir hüpfen auf das Fass und hitten den Knopf, der sonst außer Reichweite ist. Und es wird noch besser mit dem Fass später und da freue ich mich dann auch drauf. Okay, Speicherblock brauche ich jetzt nicht. Gehen wir mal voran. Und oh, 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 hi. Ich bin Waldegard, der Wächter dieses Waldes. Ich kann mich in drei teilen. Das schaut sehr ungesund aus. In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbeersträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr drei Lachbeeren in drei Farben finden. Weiße Lachbeere. Rote Lachbeere. Rosé Lachbeere. Bringt Lachbeeren in diesen drei Farben her, dann gewähre ich Einlass. Na gut, dann haben wir jetzt einen kurzen Collect davon. Passiert. Kann ich wenigstens nochmal einen Sip nehmen. Ja. Angenehm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung. Und, okay, hier haben wir ein paar... Oh, okay, hi, hi, Leute. Oh, während ich all diese ganzen Stachy-Beanies kaputt gemacht habe, ist Luigi auf Level 13 gestiegen. Ein bisschen mehr PP schadet dir auf keinen Fall. Plus 4, nice! Okay. Ernsthaft, es regt mich so auf, dass ich hier wirklich, dass das nicht passiert. Ich weiß, es ist rare, aber doch nicht so scheiß rare, dass es nicht passiert. In meinem, um den kümmere ich mich gleich, in meinem fucking Test-Playthrough von dem Spiel ist das andauernd passiert. Oh, warte, ich sehe da einen Bonespot. Das ist wirklich andauernd passiert. Ich verstehe echt nicht, was jetzt los ist hier, weil... Wirklich gar nicht? Das ist lame, ich will das doch einfach herzeigen. Naja. Währenddessen können wir hier uns gegenseitig die Türen öffnen. Achso. Mario muss jetzt rüber. So, jetzt machen wir das und das. Jupp. So, jetzt hätten wir den Knopf. Die Tür öffnet sich. Aber wir haben ein Zeitlimit. So. Jetzt heißt es einfach mit kleinem Mario wieder dorthin zurückgehen. Und die erste
Gänsebrot holen. Oder Lachbeere. Lachbeere, Lachbeere, sorry. Ich verwechsel jetzt Bohnen im Boden mit Lachbeeren. Okay. Ich bin auch ein Genie. Na gut. Da vorne war noch ein Savage Guy. Dich hau ich klein. Oh, hey. Zwei Spuckbüsche. Das könnte interessant werden. Es sei denn, ich kill beide. Dann wird's nicht so interessant. Was weiß ich, lass den einen am Leben. Währenddessen mache ich dich kaputt. So, was machst du jetzt? Angreifen? Ich hab's mir gedacht. Und auf die Fassis draufspringen ist nicht so gut, weil... Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass die dann einen öfter vergiften. Naja. Und Mario Level 13 auch! Wunderbar! Gut, dann was gebe ich? Auch BP? Ja, auch BP. Plus 2, ist mir recht. Gut. Was ist hier oben? Steine. Alles zerstören und holy Bohnenspots. Komm. Wirklich. Die Bohnenspots sind ein bisschen finicky. Aber gut. So. Und dann. Dann können wir jetzt die anderen beiden holen, weil das tun wir so. Lalala. Speichern mache ich jetzt nicht. Fünf. Okay, zwei Savage Guys. So. Jetzt holen wir uns das Ding. Was auch immer es ist. Und für Schwurz. Okay. Wow, drei von euch. Und schon wieder nix. Mann.